Hey da draußen, ich darf euch heute bei Born2Pflege Hans-Georg Lipp vorstellen. Er ist examinierter Altenpfleger und er spricht heute meinungsstark über ein Phänomen, das er in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen immer wieder festgestellt hat. Pflegende in der Opferrolle. Ja, prima, und das sind wir auch schon. Hans-Georg, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, ich freue mich auch. Dankeschön. Schön, dass ich bei euch sein darf. Wir lachen beide ein bisschen, weil wir hatten jetzt schon den zweiten Versuch, uns da kommunikativ zu verständigen. Ja, ich freue mich auch, dass ich bei dir sein darf und dass ich die Einladung bekommen habe, bei euch einen Podcast mit euch aufzunehmen. Ja, toll. Lass uns auch gleich reinstarten. Du machst in deiner Tätigkeit immer wieder die Beobachtung, dass sich Pflegende in der Opferrolle befinden. Beschreib doch kurz, was du darunter verstehst. Okay, gerne erkläre ich dir oder euch, was ich darunter verstehe. Ich möchte nur von vornherein sagen, dass es auch ganz, ganz viele Leute in der Pflege gibt, die ganz, ganz tolle Arbeit machen. Es ist wirklich wichtig, wenn wir uns ja in dieser Folge über Opferrolle unterhalten, dann heißt es nicht die Pflege als Opferrolle oder die Pflege per se, sondern es gibt Menschen, die diese Opferrolle für sich in Anspruch nehmen und dadurch auch die Pflege in ein nicht so gutes Licht rutschen kann. Was ich darunter verstehe unter Opferrolle? Es geht nicht um wahre Opfer. Es geht nicht um Menschen, die an einer Krankheit leiden, die trauern, die einen schweren Schicksalsschlag erlebt haben, wo man sagen kann, oh Mann, dass der gerade so abgerutscht ist, das bedauere ich auch, ich nehme das wahr, ich nehme daran teil. Es geht um Opfer, es geht um Menschen, die sehr wohl aktiv sein könnten, aber nicht sind. Und die jammern und die lamentieren und wenig Verantwortung übernehmen, anderen die Schuld geben, die scheinbar machtlos sind, weil die Welt schuld ist und nicht sie. Andere drangsalieren, die sich im Leben als Gebeutelte stilisieren und doch die Zügel in der Hand halten. Also so eine aufgesetzte Opferrolle. Also es geht nicht bei diesen Menschen, es geht nicht um einen Schicksalsschlag oder eine Krankheit, der ich zum Opfer falle, sondern du beschreibst es eher als so eine Haltung. Also eine Haltung, die ich eher bewusst, vielleicht auch unbewusst einnehme. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Es gibt in der Psychologie ganz interessante Abhandlungen. Ich gehe da gerne später nochmal drauf ein. Es gibt dieses sogenannte Dramatreieck. Es gibt Opfer, es gibt Retter, es gibt Täter. Jeder nimmt so seine Rolle ein. Das kann ja auch dynamisch passieren. Aber diese Opfer, über die wir jetzt reden, sind nicht in Trauer oder in Schock, sondern diese Opfer gehen in eine selbstgewählte Haltung. Und ob man in diese Rolle hineinrutscht oder sich von vornherein als Lebensmotto schon als Kleinkind darin auffällt, lässt sich nicht beantworten. Was sich beantworten lässt, ist, dass man mit einer Opferhaltung Kollegen anstecken kann. Wenn ich zum Beispiel als Opfermensch in der Pflege arbeite und dann kommt ein Tobias an und sagt, ach Hans-Georg, ich habe meinen ersten Arbeitstag und du sollst mich einarbeiten. Und ich sage, ach herrje, dass du gerade bei uns anfangen musstest, wir haben so wenig Personal und bekommen so schlecht bezahlt und die Pflegedienstleitung ist ein und die anderen auch und es ist alles ganz schlimm, wir gehen erstmal eine rauchen. Dann besteht ganz schnell die Gefahr, dass ich diese Menschen infiziere mit so negativem Gedankengut. Mit so einem Spirit, lasst es uns schaffen, für die alten Damen und Herren hier da zu sein, sondern lasst uns auf die eigenen Bauchnabel gucken, wie schlimm es um uns persönlich gestellt ist. Und ein Mensch kann sich aber immer in dieser Opferrolle, um das nochmal weiter zu beantworten, das ist eine selbstgewählte Haltung, man ist nicht in ein Schicksal gerutscht, ein Mensch kann sich aber immer, Ausrufungszeichen, entscheiden, ob er diese Rolle annehmen möchte oder ob er die verlässt. Noch einmal, es handelt sich nicht um Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen mussten. Und es gibt einen ganz, ganz wunderbaren Satz zum Thema Opfer, zum Thema demotivierte Menschen. Der kommt von Jean-Paul Sartre, der sagte einmal, der Mensch ist verurteilt, frei zu sein. Jeder Mensch hat die Wahl. Wenn ich sage, dieses Heim ist ein doofes Heim für mich, die ganze Welt ist gegen mich, dann muss ich dieses Heim verlassen.
In Bremen gibt es ein schönes Sprichwort von den Bremer Stadtmusikanten, was da heißt: Etwas Besseres als den Tod werde ich schon finden. Ja. Es ist so lustig, okay, wie es auch einfach ist, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Okay, jetzt stelle ich mir für mich vor, ich möchte doch lieber ein Held sein und nicht das Opfer. Man hört ja nicht so gern auch über sich selber sagen, das ist das Opfer, der Typ. Ja, das will ich doch nicht hören. Deswegen, wenn Leute bewusst oder unbewusst diese Rolle, diese Opferhaltung wählen, dann muss ja da irgendwas attraktiv dran sein. Und da muss es doch Vorteile geben. Und damit legst du mir das Wort in den Mund auf die Zunge. Die Opferrolle hat viele Vorteile. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, Opfer zu sein schafft eine Identität. Ich bin derjenige, der viel Leid und Schmerz erfährt und das trägt. Und ich komme trotzdem noch zum Dienst. Von daher muss ich mich aber auch abgrenzen, weil ich das alles gar nicht tragen kann. Lieber Tobias, ich kann dir nicht helfen. Ich kann auch am Wochenende nicht einspringen. Weißt du eigentlich, wie es mir geht in diesem Leben? Und wer Opfer ist, erfährt für sein Leid auch viel Aufmerksamkeit, steht im Mittelpunkt. Mhm. Ich beobachte ja viel. Wir haben mit meinen Lipp und Freunde, heißt die Firma, für die ich arbeite oder die auch meine ist, ich habe 13 Mitarbeiter und wenn wir dann zum Beispiel in Pflegedienste gehen, sieht man dann auch mittags, wenn die ganzen einsamen Wölfe, die ganzen einsamen Pflegekräften, Wölfe zum Wasserloch kommen in den Pflegedienst, gibt es bestimmte Menschen, die machen die Tür auf und sagen, oh, ich habe 5 Patienten gehabt und ich war im Stau und die Welt ist schlecht. Und das hat ein bisschen auch eine Symbolik. Manchmal muss man sich natürlich auch ein bisschen erleichtern und mal sich auskürzen, da bin ich dabei. Aber manchmal ist es auch so, dass man sagt, ach, Hans-Georg ist wieder da. Also er schwingt die Fahne des Elends hoch und steht dadurch im Mittelpunkt. Dann kommt auf der anderen Seite eine Saskia zum Dienst und nachher frage ich nach einer Stunde den Tobias, sag mal, wo ist eigentlich Saskia? Ich weiß auch nicht, ich glaube, die ist schon wieder weg. Also es gibt Leute, die kommen leise rein, gehen leise wieder raus oder sind ganz normal. Aber die stehen nicht im Mittelpunkt und das ist natürlich eine Opferrolle auch immer wert. Und ein Opfer entfacht, ein weiterer Vorteil, ein Opfer entfacht bei anderen die Hilfsbereitschaft. Oh, wenn es dem jetzt nicht gut geht, dann mache ich das lieber alleine. Ich frage den gar nicht. So, und man ist schuldlos. Das ist toll. Ich brauche keinerlei als Opfer, keinerlei Verantwortung tragen, weil ich bin nicht schuld. Man darf sich im Recht wehen. Man kann die Verantwortung für das Gelingen des eigenen Lebens abtreten. Irgendjemand hat schon Schuld an der Misere, nur nicht ich. Mein Partner, wenn, aber. Also die Opferrolle hat, gelinde gesagt, auch gute Vorteile. Mhm. Nutzbare Vorteile. Und manchmal muss man gar nicht der Held sein, weil man mit einer Opferrolle viel weiterkommt. Der Held sagt, da wird gesagt, du kannst am Wochenende einspringen, dich brauchen wir hier. Nö, ich bin Opfer. Ich kriege mein gleiches Geld für die Rolle, in der mir die anderen dann auch was abnehmen, weil ich ja leide. Ist so beschrieben, ist nicht nur von mir, aber auch meine Beobachtung. Okay. Oh. Könntest du uns dafür so aus deiner reichhaltigen Erfahrung mit Menschen oder wo du Menschen begleitet hast, mal so ein praktisches Beispiel geben? Du hast vorhin schon die Franziska erwähnt. Bleib mal doch mal bei der Franziska. Ja, gerne. Ich war heute am späten Vormittag in einem Seniorenheim und da war es dann auch wieder. Franziska, du musst bitte morgen in Wohnbereich 2 aushelfen. Gabi ist mit dem Fuß umgeknickt und oben fehlt jetzt halt eine Fachkraft. Gildes ist auch letzt schon eingesprungen und Benjamin auch. Du bist jetzt dran. Das sage ich Franziska. Franziska derangiert, fällt in sich zusammen. Warum ich? Immer muss ich. Ich gehe nicht in den Nachbarbereich. Da kenne ich doch keinen. Und das für das Gehalt. Und dann müssen wir auch am Wochenende immer noch einspringen. Frag doch andere. Ich mache das nicht. Das sind so Abwehrmechanismen. Wir machen in Altenheim, mal ganz ehrlich, wenn ich eine ganz normale Grundpflege habe, kann ich doch in jeden Wohnbereich gehen. Ich habe
vor vielen, vielen Jahrzehnten Krankenpfleger gelernt. Ich habe vor 13 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch noch zuerst in einem ambulanten, stationären und Tagespflegebereich gearbeitet. Ich kann doch jeden Bewohner, jeden Patienten morgens waschen und irgendwo an der Haustür klingeln und sagen, guten Tag, ich bin der Herr Lipp. Die Franziska ist krank geworden, ist es recht, dass ich heute Morgen mich um ihren Mann kümmere und ihn in der Pflege begleite. Was ist denn da, das ist ja in der Regel ist Pflege ja kein Zauberwerk. Und von daher ist es einfach so, dass man sich auch aufgrund dieser Opferrolle dann auch in seine Bequemlichkeit zurückziehen kann. Ja, mein Beispiel. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, unserem Gespräch hört jetzt jemand zu und er überdenkt jetzt kurz seine Abwehrmechanismen und denkt, oh, erzählt der Hans-Georg hier von mir? Das, so habe ich ja auch schon geredet, so habe ich auch schon geantwortet. Was wären denn noch so typische Verhaltensweisen, wenn ich in einer Opferrolle drinstecke? Also wenn uns jetzt jemand zuhört und würde sagen, oh Gott, bin ich das auch? Ist ja schon auf dem Weg aus der Opferrolle raus, weil er reflektiert sich. Wer in der Opferrolle ist, reflektiert sich selber selten. Opfer achten darauf, ihre Rolle im Umfeld aufrechtzuerhalten. Verantwortung von sich zu weisen und auf andere zu schieben. Beschwerden, hier ist alles sehr doof. Sich für andere nicht einzusetzen, Schuld bei Teammitgliedern. Schuld bei anderen zu suchen, Fehler bei anderen zu suchen. Also das ist nicht klassisch für die Opferrolle, sich zu reflektieren und zu sagen, gehöre ich dahin? Das machen wahrhaftige Opfer, Schicksalsmenschen, Leute in Trauer, Leute in ganz schwierigen Lebenssituationen. Die fragen sich manchmal, da gibt es ja auch diese Trauerphasen von Kübler-Ross oder von Kahrs, da kann man es auch sehr gut sehen, dass es Menschen gibt, die es schaffen, in einer bestimmten Zeit diese Stufen dieser Trauerphasen zu durchlaufen und dann zu sagen, wie komme ich da bloß raus? Ich muss ja wieder ein anderes Leben anfangen. Mein verstorbener Mann, meine verstorbene Frau, mein wer auch immer, hätte bestimmt gewollt das. Die suchen sich eine Strategie, um dieser Opferrolle Herr zu werden. Die Opferrolle, über die wir reden, ist eine, die sagt, das ist doch eine wunderbare Rolle für mich. Warum soll ich die ändern? Ich gehe da nachher nochmal drauf ein, das ist eine Form von Dogma. Das ist festgesetzt, das ist so, Punkt. Da will ich nicht reflektieren. Okay. Jetzt ist das ja durchaus, in meinem Sinn kann sich das ja destruktiv auf Arbeitsabläufe, aufs Team auswirken. Und jetzt vielleicht Zuhörerin oder ein Zuhörer denkt, oha, redet der Hans-Georg hier tatsächlich von mir? Jetzt wollen wir ja nicht bei dieser Erkenntnis stehen bleiben und sagen, oh ja, so verhalte ich mich ja auch. Wir möchten ja auch konkrete Tipps geben. Also was raten Sie konkret Menschen, wo jetzt erkannt haben, oh ja, so reagiere ich ja auch manchmal. Ich suche auch andauernd Ausreden. Ich versuche immer Fehler bei anderen zu finden, Schuld bei Teammitgliedern, Vorgesetzten. Wie kann man da rauskommen? Oh je. Also wenn ich da die Patentantwort hätte, okay. Ich glaube, wir würden nicht nur im Podcast, was ich gerne tue, ich merke es gerade, uns mit anderen Menschen austauschen, sondern ich glaube, da könnte ich auch in Stuttgart das große Fußballstadion nutzen und es würden mich 10.000 Leute bejubeln, weil ich die Antwort der Antworten gefunden habe. Erstmal ist die Opferrolle keine destruktive Rolle, wie du das gerade gesagt hast, sondern eine konstruktive. Das heißt, ein Opfer versucht erst einmal seine Konstruktion, dass er ein Opfer ist und das mit Recht, aufrechtzuerhalten. Punkt. Also erst einmal müssen Menschen, Männer, Frauen, Pflegekräfte merken, dass die Konstruktion, dass er ein Opfer ist, so nicht mehr doof, so nicht mehr gut ist, doof für ihn ist, wo man sagt, ich kriege immer nur Ärger mit den anderen, ich sondere mich ab, ich
ich gebe immer meine Energie, meine Opferrolle aufrechtzuerhalten. Ich kann gar nicht mit den anderen gut in Verbindung gehen. Das ist ganz schwer. Tipps, um aus der Opferrolle herauszukommen, sind schwer, sind wirklich schwer. Da ist die Frage nach einer bewussten Lebensgestaltung, die immer zwei Fragen mit sich bringt. Und da sind wir wieder bei Sartre, dem Menschen ist vorteilfrei zu sein. Wie will ich leben und wie will ich sein? Will ich das weiter so machen? Und ich bezweifle manchmal, dass diese dogmatischen Opferisten, habe ich gerade erfunden, das so wollen. Hört sich gut an. Ja, Opferist, so, jalla, so. Die bewusste Entscheidung, ich bin selbst für mich verantwortlich, ich tue etwas, weil ich mich bewusst dafür entscheide. Ich will im Alten- und Pflegeheim Lindenhof im ambulanten Pflegedienst Lipp arbeiten und dieser Pflegedienst, dieses Seniorenheim, wo auch immer, die bekommen ein klares Ja von mir. Ja, ich will dich mit allen Macken, mit allen tollen Ecken, mit allen Unzulänglichkeiten, mit allen Freuden, dass man sagt, ja, ich will das so. Weil das echte Leben ist. Wir sind nicht nur eine Glückseligkeit, wir sind nicht nur ein Ponyhof oder nicht ein Ponyhof, sondern wir sind das Leben und das ist manchmal doof und das sind Arbeitsbeziehungen genauso wie manchmal Liebes- und Lebensbeziehungen mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Macken und mit allen Leidenschaften. Aber das kriegen nur Leute hin, aus der Opferrolle zu kommen, die sagen, ja, ich will mich für ein klares Ja entscheiden. Ein Ja zum Dableiben oder ein Ja zum Gehen. Also du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich sag Ja zu mir, ich sag Ja zu meinem Leben, ich sag Ja zu meinem Beruf, ich sag Ja zu meinen Kollegen, ich sag Ja zu meinen Bewohnern. Also dieses Ja, jetzt bin ich hier und ich bin ganz hier. Ja, ja. Und das finde ich so wichtig, dass wir uns überlegen. Ich merke ja auch, dass die Leute, die ich in meinem Leben jetzt in der Pflege kennengelernt habe, dass die natürlich auch manchmal überhaupt nicht glücklich sind in ihrer Opferrolle. Die leiden wirklich und denken, aha, das ist doof. Und das ist gegen mich und da finde ich da und die sind auch gegen mich und dann fragen mich noch was. Und das ist ganz schwer, da rauszurutschen. Und wir wissen auch manchmal nicht, woher diese destruktive Opferhaltung kommt. Ob das manchmal gibt es die Möglichkeit, dass das ein Gänsefüßchen interessiertes Verhalten ist von dem Elternhaus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Leben ist schlecht. Und das Kind übernimmt es dann. Das nennt man übrigens Prägungs- und Bindungsphase, ist ganz früh in unserem Lebensalter. Oder ob das einfach auch eine später erworbene Eigenschaft ist. Das kann man manchmal nicht sagen. Ich finde es nur wichtig, dass man sagt, ich gebe dem ein Ja und nicht forever. Das ist ähnlich wie in Liebesbeziehungen, dass man natürlich sagt, wir wollen es ein Leben lang miteinander versuchen. Aber auch irgendwann gibt es Wendepunkte im Leben. Das habe ich ja auch erlebt. Ich war lange Jahre in der Notfallambulanz. Es war ein ganz, ganz tolles, 11 Jahre, ganz tolles Arbeiten da. Und irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, es geht nicht mehr. Dann habe ich dann mit Verlaub eiert man ein wenig rum in dem Leben. Man ist noch in dem Beruf, aber man ist schon auf dem Weg draußen. Man ist nicht Fisch, man ist nicht Fleisch. Das kennen wir alle in vielen Lebenssituationen, ob das beim Sport ist, ob das in Lebenspartnerschaften ist. Und dann kam für mich die Erkenntnis, dass ich gesagt habe, ich muss in die Pädagogik gehen. So, und dann, aber dann habe ich der ein Ja gegeben. Und dem anderen ein Nein, das geht nicht mehr. Also nicht ein schreckliches Nein und es muss sofort beendet werden, es ist ganz schlimm. Nein, aber ich möchte versuchen, meinem Leben in bestimmten Ecken ein Ja zu geben mit einem Ausrufungszeichen, mit der Option, dass ich mich irgendwann auch um anders entscheiden darf. Ohne dass das Alte falsch war. Ja, genau. Und Menschen, wie du sie beschrieben hast in der Opferhaltung, die finden wahrscheinlich per se immer alles schlecht, ob sie jetzt in dieser einen Arbeitssituation sind oder ob sie in einer anderen Arbeitssituation sind. Sie haben immer irgendwas auszusetzen. Ich finde, ja. Bitte? Du wolltest du noch was? Nein. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, von daher, ich finde diesen Tipp, den du gerade jetzt noch mal zum Schluss gegeben hast mit diesem, ich will ein Ja finden zu meinem Leben, ich will ein Ja finden zu mir selber,
den finde ich da, glaube ich, richtig, richtig gut. Ja. Und da möchte ich noch mal rein. Da habe ich nämlich gerade noch einen Impuls. Ich erlebe das häufig, auch heute wieder in einer kleinen Runde. Da saß ein Pflegehelfer und dann habe ich eine Mitarbeiterin gefragt, wer sind Sie? Und dann hat sie gesagt, ich bin Und was machen Sie? Und was sind Sie hier? Ja, ich bin hier Pflegeassistentin und druckste so rum. Und da habe ich gesagt, seien Sie doch stolz. Verschränken Sie die Arme und sagen Sie stolz, ich bin hier Pflegeassistentin. Geben Sie Ihrer Pflegeassistentenstelle ein Ja. Sie sind was wert, auch ohne Ausbildung. Sie sind eine tolle Menschin und geben Sie dem ein Ja. Weil das, ich erlebe das ganz häufig, dass Pflegehilfe im stationären Bereich deutlich schlimmer als im ambulanten Bereich, weil die dort ja halt alleine arbeiten und nicht so unter Beobachtung der Examinierten stehen, dass die sich so unterwürfig fühlen, auch in so einer Opferrolle gehen. Ja, ich habe hier nichts gelernt, ich bin nichts wert. Das ist ja auch so ein Kulturgut hier. Man muss das gelernt haben und rechtschaffend sein. Aber dass man trotzdem sagen kann, ich gebe dem ein Ja. Ja, ich habe nichts gelernt, das ist blöd. Aber hier mit alten Menschen zu arbeiten, ob im Seniorenheim, in der Tagespflege, das kriegt ein Ja. Und dann kann ich sowohl meinen Kopf öffnen, um wissbegierig zu werden. Ich kann mein Herz öffnen, um mit den alten Damen und Herren zu sagen, ich bin dafür da, um die letzten Jahre mit denen einfach eine tolle Welle zu reiten. Punkt. Ja. Das ist, finde ich, der Kernauftrag. Also, ja. Mann. Ja, Mann. Ja. Haus raus. Haus raus. Yeah, Baby. Gib mir ein P für Pflege, genau. Ja, ja, ja. Voll gut. Ich glaube, dieser Impuls war nochmal richtig gut zum Schluss von dir. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir. Und ich weiß, wir werden noch mal eine Folge miteinander aufnehmen und da können sich unsere Zuhörer, glaube ich, schon auf dich freuen. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Okay. Hans-Georg. Tschüss. Ciao. Ciao. Wow, das war schon meinungsstark vom Hans-Georg. Seine Idee ist, beobachte dich doch mal selber. Wann und wie versuchst du, in den Mittelpunkt zu kommen? Und auch Hilfe von anderen zu bekommen. Ich wünsche dir eine gute Woche und beobachte dich einfach mal.